Hallo, ich bringe euch heute einen Liebesblick für meine Klientin mit und es geht hier um ihren Herzensmann. Die beiden sind nicht zusammen. Sie möchte allerdings gern wissen, wie er zu ihr steht und wie es mit den beiden weitergeht. Beim Mischen ist mir diese Karte rausgefallen, deswegen habe ich sie auf die Seite gelegt, und zwar Gigolo. Das heißt, ihr Herzensmann ist so eine Art Gigolo, der gerne flirtet, der gerne Frauen um sich hat. Also das ist schon mal eine Eigenschaft von ihm. Tja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also schauen wir einfach einmal seine Gedanken und seine Gefühle an. Und da haben wir den Sommer, die Herzensdame und die Oberflächlichkeit. Also gefühlsmäßig scheint er momentan sehr oberflächlich meiner Klientin gegenüber zu sein. Er denkt auch sehr oberflächlich über sie, und so wie es hier aussieht, sind hier momentan einfach keine richtigen Gefühle. Wir haben zwar hier unten die Anziehungskraft, das ist schon da, also die Anziehungskraft ist da, aber ich finde, das ist zu wenig, um in eine Beziehung zu gehen. Und ihr gegenüber ist er momentan eben sehr oberflächlich und ja, also auch die Gefühle sind nicht so recht da, es ist nur eine Anziehung und einfach noch keine Liebe, das ist klar, die beiden kennen sich noch nicht sehr lange, jetzt ist das Ganze einfach nur oberflächlich von seiner Seite aus. Dann, das was zwischen euch steht, da haben wir wie gesagt hier die Anziehung, dann haben wir die Gerechtigkeit und dann haben wir die Zeit. Also da würde ich meinen, was zwischen euch steht, ist einfach, dass man nicht ehrlich ist und man steht einfach nicht zu dieser Anziehung. Vielleicht ist es von seiner Seite aus, dass er einfach diese Anziehungskraft nicht zulassen möchte, und man sieht aber auch, dass das Ganze noch sehr längere Zeit vonstatten geht, weil mit der Zeitkarte heißt das, dass das wirklich nicht von jetzt auf gleich funktioniert. Das dauert einfach, und da sieht man jetzt einfach wirklich, dass die Anziehungskraft, dass man einfach nicht dazu steht. Die Gerechtigkeit bedeutet ja, dass etwas zum Wohle aller auch ausgeht, also dass man einfach eine Gerechtigkeit ist. Und weil es hier auf der Position, was zwischen euch steht, liegt, würde ich meinen, dass entweder sie, weil sie sich ja hier quasi oben ins Bild gelegt hat, dass sie einfach diese Anziehungskraft noch nicht so recht zulassen möchte, oder aber es ist wirklich von seiner Seite aus, dass er einfach denkt, dass sie diese Anziehungskraft einfach wegschiebt aus rationalen Gründen, also er schiebt das rational weg, er macht das einfach vielleicht auch zum Teil als Schutz. Schauen wir uns die Botschaft an, was meine Klientin tun oder lassen soll. Und da haben wir hier die Verpflichtungen, die feste Beziehung, die Eifersucht und die Freundschaft. Also entweder ist hier meine Klientin, hat hier noch anderweitige Verpflichtungen, aber ich denke auch, dass er noch familiäre Verpflichtungen hat, dass er hier auch noch eine feste Beziehung hat. Da ist sehr viel auch bei ihm. Wie komme ich darauf? Hier unten habe ich die Rivalin liegen. Das heißt, es gibt in seinem Leben noch eine andere Frau. Deswegen schließe ich auch darauf, dass er noch in einer festen Beziehung ist, dass er noch Verpflichtungen hat. Und meine Klientin sollte hier unbedingt nicht auf die Eifersuchtsschiene fahren. Also das wäre hier wirklich fatal. Auch sie hat hier noch andere Verpflichtungen. Die Verpflichtungen sind hier eher rein freundschaftlich. Aber Fakt ist,
dass er einfach auch von seiner Seite, weil sich hier unten die Rivalin hingelegt hat, dass es hier einfach auch noch eine andere Frau in seinem Leben gibt. Meine Klientin soll auch nicht eifersüchtig darauf sein, aber auch ihre eigenen Verpflichtungen und auch ihre eigene Beziehung, die sie hat, einfach einmal hinterfragen und vielleicht auch, wenn es nicht mehr passt, einfach eine Trennung vorschlagen ihrem Partner gegenüber. Aber auch ihr Herzensmann ist noch in einer anderweitigen Verbindung. Ob das jetzt Liebe ist, das vermute ich eher weniger, weil hier auch noch andere Karten darauf hindeuten, dass diese Beziehung nicht ganz so harmonisch ist. Aber wie auch immer, da müssen beide auch wirklich aufräumen, wenn sie in eine gemeinsame Beziehung gehen wollen. Schauen wir uns an, wie es in den nächsten 3 bis 6 Monaten weitergeht. Da haben wir hier die Affäre, das Glück und die alten Wunden. Das heißt, es ist momentan, also in den nächsten 3 bis 6 Monaten, ist man nur an einer Affäre interessiert. Diese Affäre bringt auch das kurze Glück, den Kick, aber dadurch werden auch dann wieder alte Wunden aufgelöst. Das heißt jetzt für meine Klientin, in eine Beziehung wird es in den nächsten 3 bis 6 Monaten definitiv nicht gehen. Man ist hier nur an einer Affäre interessiert. Also das gilt jetzt wirklich für die nächsten 3 bis 6 Monate. Schauen wir, wie es längerfristig weitergeht. In den nächsten 12 Monaten, da haben wir hier den Kummer, den Neuanfang, die Trennung, Nachricht erhalten, Lügen, Hoffnungslosigkeit und Selbstverliebtheit. Das sagt ja eigentlich schon alles. Es wird sehr viel Kummer auch bringen. Und es wird ein Neuanfang kommen, weil man sich hier voneinander trennt. Das heißt, sowohl meine Klientin als auch ihr Herzensmann trennen sich voneinander. Das bringt dann den Neuanfang. Das Ganze wird aber auch von Kummer begleitet. Also das bringt meiner Klientin ganz schön viel Kummer. Sie wird Nachrichten erhalten, aber da muss ich ihr wirklich sagen, weil hier dann eben die Lügen liegen. Pass bitte auf, was in diesen Nachrichten drinnen steht. Glaube nicht alles, wenn es vielleicht Schönrederei ist. Hier ist sehr viel Lüge in diesen Nachrichten. Daraufhin kommt es eben zur Hoffnungslosigkeit und zur Selbstverliebtheit. Das heißt, eine Beziehung ist auch in den nächsten 12 Monaten nicht möglich. Ganz im Gegenteil. Es wird zu einer Trennung kommen. Da wird sie auch Nachrichten darüber erfahren. Das Ganze wird für sie dann auch wie ein Neuanfang sein. Obwohl es sehr viel Kummer auch bringt. Aber ich denke, meine Klientin soll hier wirklich nicht zu viel Hoffnung in diesen Mann hineinversetzen. Er hat hier offensichtlich noch eine andere Frau, wo es hier auch zum Umzug kommt. Vielleicht ziehen die beiden auch zusammen. Es wird bei den beiden auch zu einer Beziehungsarbeit gehen. Also die beiden werden definitiv auch zusammenbleiben. Wie gesagt, da sollte meine Klientin auch hier diese Eifersucht nicht zu tragen, also ausleben, hätte ich einmal gesagt. Und weil eben aus erster Karte schon der Gigolo rausgefallen ist, würde ich wirklich sagen, er ist vielleicht so ein Mann, der gerne flirtet, der auch mit ihr gerne flirtet, aber es gibt hier noch diese andere Frau. Er ist in den nächsten 3 bis 6 Monaten wirklich nur an einer Affäre interessiert. Jetzt ist die Frage, ob meine Klientin das auch so möchte. Auch sie sollte hier bei ihrer festen Beziehung anknüpfen, ob es da vielleicht noch eine Chance gibt. Mit diesem neuen Mann ist zwar diese Anziehungskraft da, aber wie gesagt, seine Gefühle für sie sind sehr oberflächlich. Zwar die Anziehung ist da, weil er eben dieses sexuelle Interesse an ihr hat. Und ich kann leider zu diesem Blatt nichts anderes sagen, als wie das einfach in den nächsten 12 Monaten und auch auf längerer Basis, wenn das ist ja, die letzten 3 Karten sind quasi das Endergebnis, wie es ausgehen könnte. Und da sieht man auch wirklich mit der Frau, die werden vielleicht zusammenziehen, sie werden vielleicht zusammen wegziehen und sie werden intensiv an ihrer Beziehung arbeiten. Die Beziehung ist zwar noch nicht oder ist nicht ganz so toll, hier haben wir auch sehr viele Lügen, vielleicht weil er auch hier so eine Art Gigolo ist, aber die beiden werden sich nicht trennen. Es wird eher hier zu einer Trennung kommen für meine Klientin, zu diesem Mann.
Es tut mir leid, dass ich nichts anderes sagen kann. Ich kann nur das sagen, was ich sehe, wie die Tendenz in den nächsten 12 Monaten sein wird. Keine Beziehung. Und so wie es hier liegt, würde ich meiner Klientin wirklich raten, auch wenn er jetzt sehr charmant ist, bitte aufpassen. Hier sind sehr viele Lügen auch dabei, weil er eben hier das Interesse an einer Affäre hat und weil er offensichtlich hier auch eine Art Gigolo ist, der hier meine Klientin quasi als Ausflug, als kleine Affäre eben sieht. Also da muss meine Klientin entscheiden, ob sie das möchte. Mehr kann ich zu diesem Blatt nicht sagen. Wenn meine Klientin noch Fragen hat, einfach eine Mail schreiben. Wenn auch du gerne so ein Blatt bei mir buchen möchtest, schreib mir eine Mail an kartenlegerin-anjaverena@gmx.at oder besuch mich auf meiner Website unter www.kartenlegerin-anjaverena.webnote.at. Ich wünsche euch einen schönen Tag und sende euch liebe Grüße. Tschüss!